Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind im letzten Part in einen Kampf reingeraten, haben gerade so eine Art Irrgarten betreten und da haben uns diese Lakitos, heißen die ja glaube ich, ne? Angegriffen. Also wir haben hier einen richtigen kleinen Bossfight vor uns und ich werde jetzt erstmal gucken, was die denn so drauf haben mit Gumbario. So, Fähigkeiten, Scanner. Lakito, genau. Das ist ein Lakito. Lakitos sind merkwürdige Koopas, die auf Wolken reiten können. 12 KP Angriffskraft 3. Sie werfen mit Starry-Eiern, die sich manchmal zu Starrys entwickeln. Wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Starrys umsingelt sind. Es scheint, als würden dir diese Lakitos schon seit Beginn deiner Karriere zu Last fallen, Mario. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ehrlich, ich werde Sternsturm machen. Ich glaube, das ist hier die beste Wahl erstmal. Also theoretisch hätten wir ja auch alle one-hitten können. Sternsturm und einmal Powerbombe und weg wären sie alle gewesen. Okay. Geblockt. Und geblockt. Ja, jetzt haben die halt noch 5 KP übrig. Mit dem Multisprung kriege ich die nicht down. Dö. Bin gerade im Überlegen. Ich werde es so machen. Mitglied wechseln. What? Turbolader. So, und dann mache ich Multisprung und fertig. Ist der Lachs. Bam. Tschüss, meine Freunde. Ja, okay, so viele Punkte haben wir jetzt auch nicht gegeben. War normal, sag ich mal. Okay. Du Scheiße. Ich gehe nur kurz raus und rein. Weil... Okay, ich hatte nämlich nicht mitbekommen, ob da jetzt irgendwas ist. Du Scheiße. Ich kann auch einfach manchmal durch Büsche durchgehen. Okay, das wird interessant auf jeden Fall. Das wird super interessant. Okay. Wir suchen jetzt immer noch einen Wasserstein. Den haben die Lakitos hier wohl irgendwo fallen gelassen. Ah. Okay. Gehen wir mal hier rein. Du. In der Röhre waren wir schon, glaube ich, ne? Boah, ist das nervig, dass man... Okay, man kann manchmal halt einfach durch den Busch durchgehen. So ganz random. Aber hier nicht. Okay, da kann ich auf jeden Fall voll verstehen, warum man hier den Wasserstein nicht findet. Alter, was? Also wir haben da einen Block. Den würde ich auf jeden Fall gerne mal behüpfen. Hä? Ich muss bestimmt an diese Röhre hier. Ich frage mich gerade, wie komme ich denn da rein? Das geht ja gar nicht. Doch hier. Hier kann ich in die Röhre. Aber... Ja gut, wir werden sowieso nochmal irgendwann den Rückweg einschlagen müssen. Ah, okay. So komme ich hier hin. Aber das war jetzt nur für Geld. Schade. Okay, gut. Weiter geht's. Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Okay, was Dorniges. Hello. Oh, hallo. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit der letzte Besucher hier war. Ich bin Rosi, die Rose. Ich bin überglücklich, dich kennenzulernen. Ich stehe hier in voller Blüte und niemand ist da, um mich zu bewundern. Du darfst mich gerne nach Herzenslust bewundern. Bin ich nicht atemberaubend? Bin ich nicht unglaublich? Ja. Wirklich? So schön bin ich?
Du bist so ehrlich und charmant. Ich wette, unter diesem struppigen Schnauzbart verbirgt sich ein hübsches Gesicht. Ich mag dich. Und weil ich dich mag, zeige ich dir dies. Ist dieser Stein nicht wunderschön? Ich habe ihn vor kurzem gefunden. Wie Mario, ich will den haben. Ein paar komische Gestalten auf Wolken haben ihn verloren. Ich konnte diesem magischen Schimmer nicht widerstehen. Daher habe ich ihn an mich genommen. Ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen. Wie? Was hast du gesagt? Ich sollte diesen Stein geben? Oh nein, du sagst, dass Lily diesen Stein unbedingt braucht? Wie überaus traurig. Tja, da kann man nichts machen. Der Stein gehört jetzt leider mir. Boah. Du meinst, Lily wird verwelken, wenn sie diesen Stein nicht haben kann? Wie traurig, wirklich. Wie unfassbar tragisch. Aber es ist kaum fassbar, dass Lily sich manchmal aufführt, als sei sie hübscher als ich. Sie ist zwar dämlich, aber nicht böse. Und wenn sie nicht mehr da ist, gibt es auch keinen Kontrast mehr zu meiner überirdischen Schönheit. Mal sehen, ich sag dir was. Wenn du mir etwas bringst, das schöner ist als dieser Stein, dann lasse ich vielleicht mit mir handeln. Also warten wir bis dahin. Shit, was ist denn jetzt schöner als... Mann. Schöner als sie. Besser, du bringst mir etwas Schöneres, bevor ich meine Meinung ändere. Meine Schönheit ist zwar veränderlich, meine Meinung allerdings nicht. Oh, ich hab nix. Ich hab nix. Hä? Jetzt muss ich ja wieder durch dieses Labyrinth durch, ne? Okay, was ist denn schöner als sie? Okay, ich glaube, ich muss mit jemandem reden darüber. Nein! Okay. Dann latschen wir jetzt erstmal wieder durch das Labyrinth durch. Weil das uns so Freude macht. Okay. Hier. Hier. Dann durch die Röhre, ne? Aha. So, und dann sind wir doch schon wieder draußen. Geht eigentlich ganz schnell, wenn man weiß, wie. Okay, wir... Nope. Nope. Obwohl, ich bin ja gleich Level up, ne? Eigentlich keine schlechte Sache. Vielleicht weiß hier ja was, hier. Geh nur weiter. Ah, okay. Also, wir waren ja jetzt auch überall. Ich habe gehört, dass einige der Bäume hier Beeren fallen lassen, wenn du sie nur kräftig genug schüttelst. Lily ist wahrlich wunderschön, aber ich habe gehört, sie sei mehr als nur ein bisschen eigentümlich. Es heißt, sie würde ständig nur im Wasser dahintreiben und von Dingen träumen, die niemals geschehen werden. Müssen wir jetzt mal zu Lily? Hast du schon den Kristallbaum gesehen, der in... Rusis Garten steht? Ich habe gehört, der Baum soll die wundervollste Beeren tragen. An Schönheit nicht zu übertreffen, okay. Dann sollten wir wohl zum Kristallbaum. War das hier? Ich glaube, es war hier. Shit. Gibt es wieder Bienenangriffe? Multijump. Bam. Bam. Und dann holen wir nochmal... Buh dazu. Die macht nämlich 6 Schaden mit Einzelangriffen. Das passt ganz gut. Bam, 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 bam. Perfekt, Leute. So muss das. Okay, nochmal 5 Erfahrungspunkte. Oder 4. 1, 2 Kämpfe noch, Leute. Dann sind wir wieder Level up. Sehr schön. Da freue ich mich. Und ich werde wieder in BP investieren, denke ich. Okay. Das war dumm. Multisprung. Bam, 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 bam. Muss bald meine BP wieder auffrischen. Und dann noch hier ein schöner Sprung. Zack.
Jo, dann haben wir es ja jetzt geschafft. Ah ne, dann müssen wir gar nichts auffrischen, weil wir sind jetzt Level Up. Geil, kommt eigentlich ganz passend. Und ich gehe auf jeden Fall wieder in BP rein. So, schön. Kommt jetzt noch einer? Nee, ne? Das war's. Kristallbaum. Das war doch hier, oder? Jawohl. So, mein Freund. Was? Rosi hat dich... Was? Bat dich, ihr etwas Schöneres zu bringen? Rosi liebt schöne Dinge mehr als alles andere. Dann nimmt sie sich selbst nicht aus. Ist dir das aufgefallen? Du brauchst also Hilfe. Gut, ich werde dir helfen. Meine Wurzeln sind mit denen des Baumes verbunden. Wenn ich mich kräftig schüttle, fallen vielleicht ein oder zwei Kristallbeeren auf die Erde. Fusion! Ja! Nice. Puh. Ups. Das war jetzt nicht ganz ladylike. Rosi müsste mit dieser Beere eigentlich mehr als zufrieden sein. Nice. Dankeschön. Eine funkelnde Frucht ganz und gar aus Kristall. Perfekt. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch. Und dann können wir ihr die Frucht zeigen. Sie ist happy. Wir kriegen den Wasserstein. Und dann können wir an der einen Stelle weitergehen. Hier, ne? Okay. Oh nein! Den habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt. Ups. Na ja, egal. Aber die bringen jetzt bestimmt keine Erfahrungspunkte mehr, ne? Einen wahrscheinlich. Ja. Schade. Nur noch ein Erfahrungspunkt. Die sind nie so geil. Aber ja, muss man halt mit leben. Ah, okay, hier habe ich den Block zerstört gehabt. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Stimmt. Hä? So, zack. Und da kriege ich hier noch so einen schönen Sternangriff. Aber okay, ich dachte schon, ich bin voll. Bin ich aber nicht. Hi! Bam, 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 bam. So, das sind drei Stück. Die mache ich nochmal weg mit dem Superbeben. Wäre eigentlich ganz geil, wenn du davon vier hättest, weil dann würde sich das wenigstens mit Erfahrungspunkten lohnen. So. Und weiter geht's. So, da sind wir wieder im Labyrinth. Das war jetzt aber relativ simpel eigentlich, oder? Hier lang. Da rein. So, dann hier. Gehen wir hier durch. Hier lang. Da. Da so rein. Und dann sind wir es doch schon durch das Labyrinth durch. Also, wenn man weiß wie, dann geht das eigentlich relativ schnell. Hi. Hast du etwas gefunden? Bitteschön. Kristallblume. Oh, wie hübsch. Ich liebe es. Rasch, lauf zu Lilly und gib ihr diesen Stein. Und stell klar, dass sie nur aufgrund meiner Großherzigkeit gerettet wurde. Alter, die ist schon sehr eingenommen. Ein magischer Stein aus dem Wasser entspringt. Oh, welch Lieblichkeit. Ich bin schon so schön, dass es mich beinahe selber beängstigt. Also, was? Wer ist die schönste Blume auf den Blütenfeldern? Das bin natürlich ich. Ach du Scheiße. Okay. Weiter geht's. Leute, wir müssen mal wieder weitergehen. Ich trinke immer mal einen Schluck Kaffee. Den brauche ich jetzt am Morgen. Ah, so. Perfekt. Gut, dann sind wir auch gleich wieder durchs Labyrinth. Ja, bring mal Wasser zurück ins Tal. Das ist doch schon mal ganz nice. Und dann müssen wir eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Das Wasser ist Teil der Quest, ne? Die wir da bekommen haben. Da müssen wir dann eigentlich nur noch die weiche Erde nehmen und den Samen reinpflanzen. Dann müssten wir eigentlich durch sein. Und dann können wir in die Wolken. Dann sind wir quasi im nächsten Dungeon, sag ich mal. Hier war das, ne? Die sind natürlich auch alle wieder respawned. So, zack.
Also ich hätte echt gedacht, wir kriegen hier noch einen neuen Mitstreiter, aber bis jetzt sieht es ja nicht danach aus. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kriegen irgendjemanden, mit dem wir höher springen können. Weil irgendwie brauchen wir so einen. Irgendwie sowas in der Art zumindest. Warte mal. Hier gab es doch die blauen Bären. Bedeutet, ich kann hier nochmal ein paar Azubären essen und kann meine BP nochmal auffrischen. Genau. Dann bin ich hier wieder voll und habe noch eine Azubäre am Start. Das ist ganz nett. So, und jetzt runter da mit uns. Ah nee, Quatsch, ich muss ja hoch. Stimmt ja. Und da kriegt man dann die Blasen oder die Blasenbären für den anderen Typen hinten. Dann müssten wir es aber endlich geschafft haben. So, das ist ja der Wasserstein. Rasch, leg ihn in das Loch hier. Zack. Rein damit. Strange. Cool. Haben wir das auch erfüllt? Ja, dachte ich mir schon. Hat auch nur Sinn ergeben. Oh, das Wasser. Süßes Wasser. Der Teich ist voller Wasser. Ich kann wieder dahin treiben. Das ist wie im Paradies. Ich danke dir vielmals. Dafür gebe ich dir etwas Zauberwasser von dieser Quelle. Hier bitte. Ah, okay. Sehr kaltes Wasser. Es glitzert in der Sonne. Dies ist das herrlichste Wasser der ganzen Gegend. Es enthält ein wenig Lilienextrakt. Wenn du eine Pflanze mit diesem Wasser gießt, wird sie bis in den Himmel wachsen. Aber leider jetzt nicht. Die Sonne scheint ja nicht mehr. Oh ja, gute Idee. Du solltest versuchen, die Sonne dazu zu überreden, wieder in den Himmel zu steigen. Einem findigen Kerl wie dir wird das richtige Argument schon einfallen. Ich wette, du schaffst es. Immerhin hast du auch mich gerettet. Natürlich. Ich habe ja auch noch Watt zufällig, ne? Eine kleine Babysonne. Mit der können wir vielleicht auch was machen. Okay, Sushi. Zack. Und dann holen wir uns jetzt hier diese Blasenfrucht. Du hast erhalten Blubbeere. 5 KP. Okay, ich muss aber wieder was ablegen. Da würde ich sagen, ich leg mal so ein... Ich hoffe halt, ich brauche die ganzen Bären nicht nochmal irgendwo. Das wäre toll. Ich leg die Rubinbeere ab. So. Wir haben jetzt eigentlich im Moment gerade ganz coole Items. Ah, jetzt muss ich da wieder rüberfliegen, ne? Oh Gott. Aua. Bum, 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 bum. Paracarry, let's go. Also wenn man das einmal machen muss, ja. Aber dreimal ist schon doof. Ich finde, man hätte drüben einen Schalter hinmachen können, wo man einmal draufhaut und dann geht hier eine Brücke oder so raus. Wäre, glaube ich, ganz nice gewesen. Aber naja, so viel Zeit raubt es ja jetzt auch nicht. Okay, weiter geht's, Leute. Jetzt können wir endlich in den letzten Abschnitt. Ne, in den vorletzten, weil da hinten haben wir ja auch noch einen. Ich bin das Blubberkraut. Hier ist deine Blubbeere. Oh, das ist ja großartig. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt werde ich rübergeblasen. Nice. Da, ist das nicht toll? Wahnsinn. Okay, dankeschön. Hey, Biene. Ich krieg das nicht hin gegen die Biene, ne? Die sind immer zu flink für mich.
Ein grüner Cooper. Kamek, sorry. Okay, Mitglied wechseln. Goombario. Das ist so wieder irgend so ein Magierheiler-Typ, oder? Grüner Kamek. Das ist ein grüner Kamek. Er ist ein Magier des Cooper-Clans. Ich muss zugeben, dass mir diese grüne Robe sehr gut gefällt. Wirklich cool. 11 KP, Angriffskraft 3. Er kann mit Magie die Verteidigung seiner Kumpanen erhöhen. Er sieht irgendwie böse aus. Okay. Aber gleich gibt es keine Kumpanen mehr. Dementsprechend ist das egal. Und normalerweise flieht der dann da auch, oder? Ja. Ciao. Schisser. Du Schisser. Gut, alles klar. Schön Kohle. Zack, zack, zack. Ich glaube, wir sind auch voll mit Kohle wieder. Und ich würde sagen, im nächsten Part guck mal dann, wie es weitergeht, liebe Leute. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hier noch ein Sternsplitter für einen Abschied. Und ja, gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.